Also ich hab hier mit einem neuen Video. Ja, heute möchte ich euch ein kleines Set vorstellen von EventQuest. Ein Rucksack und eine Bauchtasche, ein Fanny Pack aus der Urban Series. Ist eine Serie von EventQuest, die ja vor, ich weiß nicht, 1,5 Jahren auf den Markt gekommen ist und die sozusagen ihre Rucksäcke und Taschen, die ja normalerweise so ein bisschen im taktischen, militärischen Bereich angesiedelt sind, auch für den urbanen Alltag ja ein bisschen zu entmilitarisieren, sage ich mal, ein bisschen zu vereinfachen, aber trotzdem mit extrem geilen Features aufzuweisen, also mit vielen Taschen, mit vielen kleinen Ideen. Und ja, ich habe die beiden jetzt hier schon eine ganze Weile in Benutzung. Einmal habe ich hier den ADAX 25, ein 25 Liter Rucksack, wie ihr seht, in diesem geilen Multicam Black und das Ganze auch in dieser selben Tarnfarbe ist der Dendrite in Large. Ja, das ist die Bauchtasche, die Seitengürteltasche, wie man es auch immer nennen möchte. Wie gesagt, auch in dem Multicam. Ich blende euch mal noch das Ganze in Steingrau ein. Und ihn etwas kleiner, da gibt es die Tasche auch noch, die habe ich jetzt leider nicht dabei. Ich bin gerade unterwegs und dachte, ich nehme euch mal das Video auf, aber im Prinzip hat die Tasche selber oder ähnliche Features wie diese hier, nur etwas in kleiner und sie gibt es auch eben noch in anderen Farben, genauso wie diesen Rucksack hier. In der Vergangenheit habe ich ja euch den Markor 45 schon vorgestellt, ich habe euch diverse kleine Organizer vorgestellt und ja, ich habe wie gesagt jetzt hier diesen Rucksack, der den Trident 21 ersetzen soll. Das ist auch ein Rucksack, den ich euch vor einer Weile mal vorgestellt habe, den ich die ganzen Jahre jetzt, oder weiß nicht, wie lange ich ihn jetzt schon habe, als EDC-Rucksack genutzt habe, also für den Alltag, für die Arbeit, für kleinere Touren, für Wanderungen, wenn ich nur fotografieren will in der Natur, hatte ich die dabei und so weiter. Und der wurde jetzt sozusagen durch diesen Rucksack ersetzt. Wenn wir uns den anschauen, es ist also ein relativ großer Rucksack, 25 Liter, der andere hat nur 21. Auf den ersten Blick sieht er aber, wenn man die beiden nebeneinander so liegen hat, leer, denkt man sich, hä, das ist doch viel kleiner. Aber dieses Ding ist ein absolutes Raumwunder, was hier reinpasst, ist absolut krass. Genau, also, wo sind die großen Unterschiede? Also ihr seht, es gibt keine Molleflächen, ja? Nichts, wo man von außen irgendwas anbringen kann. Komplett clean gehalten die Seite und das ist eben genau das, worum es geht. Man hat gesagt, man will das Ganze irgendwie eben für den Alltag nicht so militärisch haben, cleane Flächen. Das Einzige, wo ihr was anbringen könntet, wäre hier unten. Das sind so 6 Schlaufen. Hier könnte man noch eine Tasche anhängen oder mit Gurten irgendwas dranhängen, falls man wirklich mal mehr hat, irgendwie eine Jacke ranstrappen oder so. Also da, das ist die einzige Möglichkeit von außen. Es gibt auch keine Trinkflaschentasche. Die sind innen drin, total witzig, zeige ich euch gleich. Ich würde sagen, wir fangen mal hier hinten an. Wir haben wieder eine schön ergonomisch geformte Schultergurte. Hier sind ein paar Schlaufen, hier kann man noch was einhängen. Dann hat es natürlich auch einen Brustgurt mit flexiblem Einsatz, damit das Ganze sich ein bisschen mitbewegen kann in der Bewegung. Kann man hier auch in der Höhe verstellen, indem man einfach den Gurt hier nach oben verschiebt. Hier wieder die Gurte, relativ festes Material, es ist so ähnlich wie die Gurtbänder im Auto. Dann haben wir hier Gurte, die man dann in der Länge verstellen kann und auch Schnallen, mit denen man das eben halt schnell lösen kann. Hier muss ich sagen, ist schon die erste Verbesserung. Bei dem Trident 21 war es so, wenn man hier rangekommen ist und da Spannung drauf war, ist der sofort aufgegangen und die Länge hat sich verstellt. Das passiert hier nicht mehr, da haben sie irgendwie andere Schnallen verwendet. Das finde ich sehr gut. Beckengurt gibt es keinen. Beim Trident 21 gab es den ja, da war hier noch so ein Beckengurt, den man an- und abmachen konnte mit Klett. Den gibt es hier nicht. Die komplette Rückseite ist mit so einem Mesh-Material ausgekleidet, einfach so ein bisschen als Polsterung und als Schwitzschutz. Auch die Schultergurte sind ausreichend breit und schön gepolstert, also er trägt sich wirklich super bequem, auch wenn er voll ist. Was wir noch ein bisschen haben, was aus dem Militärischen kommt, sind die 2 Griffe hier rechts und links, die allerdings jetzt keine gummierten Griffe sind, sondern einfach nur von diesen Gurtbändern. Da
Das dient ja in der Regel im militärischen Bereich, um einen verletzten Kameraden irgendwie schnell zu bergen. Hier ist es jetzt dazu da, um den Rucksack einfach auch mal irgendwo schnell greifen zu können, wenn er jetzt nicht gerade so liegt, dass man hier oben am Griff greifen kann. Dann haben wir, wie gesagt, hier oben den Griff, der ist jetzt ungepolstert. Beim Trident 21 ist da noch so ein Schaumstoff außenrum. Hier ist ein einfacher Gurtband, einfaches Gurtband angebracht, aber das reicht komplett aus. Das Geile ist, ich mache noch die ein oder andere Nahaufnahmen, auch wieder hier die ganzen Nähte x-fach vernäht mit absolut hochwertigem Material. Apropos Material, es ist wieder ein Cordura verbaut. Ich weiß nicht, ob es ein 1000er oder ein 500er ist. Ich blende es euch dann nochmal ein. Absolut robust, abriebfester, passiert überhaupt gar nichts. Wir haben insgesamt 4 Fächer, kann man sagen. Ein großes 2/3-Fach, was die Front abdeckt, mit einem Reißverschluss. Und ein großes Fach hier oben, da schauen wir gleich rein. Auch wieder hier mit solchen Loops versehen, damit man die schön leicht aufmachen kann. Auch die Reißverschlüsse sind sehr leichtgängig. Dieser Reißverschluss ist nicht abschließbar. Der Reißverschluss hier oben hat wieder Ösen. Da könnte man ein kleines Schloss einführen. Auch wieder gut für die Leute, die ein Messer mit sich führen und die dann eben verriegelt mitnehmen wollen. Das große Hauptfach ist auch verriegelbar und genauso das Fach hier hinten, da schauen wir jetzt als nächstes rein, ist absolut abschließbar. Da kann man ein kleines Schloss durchziehen. Wie gesagt, hier hinten ist ein Reißverschluss und es ist auch der einzigste, der eine Abdeckleiste hat. Hier ist über dem Reißverschluss nochmal so ein, ja, ich weiß nicht, was für ein Material es ist. Das ist ein Plastik, ein Gummi irgendwie, der den Reißverschluss abdecken soll, vor Wasser schützen soll, weil es gibt keine Regenhülle für den Rucksack. Und wenn es dann mal regnet und man hat hier Sachen drin, die trocken bleiben müssen, ist es ein kleiner Schutz, das dichtet das Ganze ab. Verbauten Reißverschlüsse sind, wenn ich es richtig weiß, auch YKK. Genau, und dann kommen wir schon zu dem ersten Innenfach. Ihr seht auch wieder mit dem Bright Orange ausgekleidet, Nylonmaterial, hochabriebfest. Ja, und dann haben wir hier einfach, da habe ich jetzt mein Stromkabel drin. Ja, das geht bis ganz runter. Dann haben wir hier nochmal ein Fach, das ist so aufgenäht. Das ist flach, da kann Dokumente oder sowas rein, das geht hier auch ganz gut. Dann haben wir hier einen flexiblen, mit Klettverschluss verschlossenen, so eine Schlaufe. Und hier verbirgt sich dann im Endeffekt das Laptop-Fach. Da habe ich jetzt ein, 14 Zoll, glaube ich. Weiß gerade gar nicht, ich glaube, es ist ein 14,5 Zoll oder so Laptop. Ich denke, ein 15 Zoll passt vielleicht auch noch rein. Dann wird es aber ein bisschen eng. Die Innenseite ist hier wieder ausgekleidet mit so einem weichen Teil von einem Klettverschluss. Das heißt, ich kann hier auch Dinge reinkletten. Also es gibt ja auch so, wenn Leute Waffen dabei haben, so Holster, die mit Klett sind, die könnte man dann hier hinten reinmachen. Hat dann eben dieses Concealed Carry. Also auch für den urbanen Bereich wird dann hier gedacht, dass man vielleicht solche Sachen mit sich führen kann. Also hier passt richtig was rein. Es ist relativ flach, aber hier, wie gesagt, mein Laptop passt da problemlos rein. Er ist gesichert mit dieser Schlaufe. Und mein Netzteil kommt dann einfach davor. Und hier könnte ich jetzt locker noch Kleinkram unterbringen. Genau. Gehen wir mal hier an das vordere Fach. Das lässt sich nur so öffnen. Da kommt man dann nur so mit der Hand rein. Hier habe ich verschiedene Bücher drin. Dann habe ich noch so eine Stofftasche dabei, wenn ich einkaufen gehen will. Dann habe ich hier Visitenkarte und Sticker drin, eine große Taschenlampe habe ich immer dabei, genau, und dann ja noch eine alte Maske, die ist irgendwie da noch übrig geblieben, genau, und das Ganze geht also bis hier komplett runter, ist so circa 5 cm dick, also 5 cm stark, kann man da was reinmachen, ist auch ausgekleidet mit diesem Orange und hat, man kann es jetzt schlecht sehen von hier, 3 Fächer, die mit einem Nylongurt gerafft sind. Ich filme da nachher nochmal rein, versuche es nochmal ein bisschen einzufangen. Es ist ein bisschen schwer, da rein zu filmen. Aber hier kann ich halt Dinge organisieren. Wie gesagt, im mittleren Fach, das ist ungefähr so breit, habe ich halt eben meine Visitenkarten und Sticker drin. In dem äußersten Fach habe ich die Taschenlampe und ganz links habe ich die
habe ich diesen Einkaufstasche drin und hier mein Notizbuch und so. Das steckt einfach direkt davor und dann ist die Tasche ja, ein bisschen mehr als die Hälfte voll. Hier könnte ich jetzt noch, also da wird noch ein Regenschirm reinpassen oder vielleicht eine dünne Regenjacke würde hier noch reingehen, ein dünner Pulli, vielleicht ein Longsleeve oder sowas. Das würde ich hier noch reinkriegen, also das ist schon ziemlich cool. Genau, die Maske kommt auch wieder rein, die wollen wir natürlich hier nicht verlieren. So, das Ganze wie gesagt hier ein bisschen so leicht versteckt, sag ich mal. Der Reißverschluss ist nicht so gut sichtbar. Dann haben wir hier oben das Fach, wie gesagt ein Drittel des Ganzen. Und das ist ähnlich wie bei dem Trident 21, der hat ja oben auch dieses Fach. Es ist von der Einteilung her auch ähnlich gemacht. Und hier habe ich jetzt allen möglichen Kram drin. Dadurch, jetzt, dass ich heute Nacht über Nacht unterwegs bin, habe ich hier ein bisschen Hygieneartikel drin. So, und dann sieht man es eigentlich ganz gut. Hier ist so eine Einteilung, wieder mit solchen Gummistreifen. Hier hinten mit Klett ist auch nochmal eine Tasche. Ja, hier habe ich Toilettenpapier, Taschentücher, kleine Zettelchen, die eben dann mit einem Klett hier gesichert sind. Hier oben ist ein Riemen und hier drüben genauso. Hier ist praktisch dieser Schlüsselhalter. Ja, da habe ich dann immer den Schlüssel eingehängt. Der steckt dann hier in diesen Schlaufen. Dann habe ich einen Ladeadapter für mein Handy, Zahnpflegematerial, ein Feuerzeug zum Beispiel ist hier drin. Genau, das ist wie gesagt jetzt nur einfach zur Demo. So habe ich das natürlich tatsächlich dabei, aber was ihr da reinmacht, ist ja dann ganz bei euch. Ein kleines Fixblade. Genau, und dann ist das hier alles schön organisiert. Man hat aber dann trotzdem nochmal, wenn hier das alles drinsteckt, nochmal gut 2-3 cm Platz, wo man nochmal eben Sachen reinmachen kann. Und hier oben ist nochmal eine Meshtasche, die mit diesem durchsichtigen, abriebfesten Mesh versehen ist. Das kennt man auch aus den Rucksäcken von VanQuest. Die sorgen dafür, dass man eben reingucken kann und dass die Sachen aber gut verstaut sind. Was ich ein bisschen schade finde, bei dem Trident war die Innenseite hier so ein bisschen mit Klett ausgekleidet. Und wenn man dann seine Sonnenbrille reingemacht hat, wurde die vor Kratzern geschützt. Jetzt ist es nur dieses Nylonmaterial, aber auch das ja, schützt die Brille eigentlich ganz gut. Und vor allem, man kann es nicht verlieren. So, und wie ihr seht, hier passt also nochmal ordentlich was rein. Hier meine elektrische Zahnbürste. Ich habe jetzt diesmal keinen Kulturbeutel mitgenommen. Zahnpasta, Haarpflegezeugs und Deo. Ja, und da würde sogar noch mehr reinpassen. Und die Tasche ist einfach, also voll, aber sie ist nicht am Explodieren. Ja? Also das ist wirklich, wirklich gut. Hier passt, wie ihr seht, richtig, richtig was rein. Der Reißverschluss fürs Hauptfach öffnet sich auch in zwei Richtungen. Bis ungefähr ein bisschen weiter als die Hälfte. Ja. Es wäre vielleicht dann schlecht gewesen, er würde noch weiter runter gehen, dann hätte man es weiter aufklappen können, aber auch so kommt man, wie ihr seht, relativ gut an den Rucksackinhalt ran. Ich habe jetzt hier einfach ein paar Klamotten, ja, stellvertretend. Dann habe ich noch so ein kleines EDC-Pouch, genau. Und dann hat man auch hier so eine große Mesh-Tasche. Hier ist auch wieder Masken, überall Masken, Masken tauchen überall auf. Mit einem großen geräumigen Fach, also da ist wirklich richtig viel Platz drin. Hier kann man Geldbörse oder so reinmachen, damit die einfach nicht verloren geht, dass die ein bisschen Diebstahl gesichert ist. Kleinkram, was hier halt reinpasst. Hier passen auch Socken und Unterwäsche rein, wenn ihr das zum Reisen benutzen wollt, irgendwie als Handgepäck oder so. Und wenn man dann hier reinschaut, seht ihr auch wieder die große orangene Fläche, die auch mit eben Klett versehen ist. Das heißt, ich kann hier auch wieder mit lauter kleinen Organisern das Ganze hier reinkletten. Und dann haben wir hier diese Taschen. Das ist ein bisschen jetzt blöd zu zeigen. Auf beiden Seiten befinden sich zwei Flaschenhalter. Und da passt sogar eine von dem Durchmesser eine Nalgene rein. Da muss ich da nur so ein bisschen reinmachen. Ich habe jetzt halt eben viel drin. Ja, und da würde sogar auch noch eine größere, längere Flasche reinpassen. Die geht bis nach unten und kann dann sogar noch hier mit einem Gummizug fixiert werden. Ja, und somit habe ich halt meine Trinkflasche in der Flasche dabei. Die wackelt nicht rum oder die kann nicht rumfallen. Und das Ganze habe ich sogar noch auf der zweiten Seite. Also ich kann hier zwei Flaschen reinstellen, habe dann immer noch Platz, um meinen anderen Kram mitzunehmen. Richtig gut. Und man hat die Flasche eben nicht außen an der Tasche. Ja, ist auch mal was anderes. Ich finde die Idee ganz cool.
Gerade wenn man so zur Arbeit geht, hat man sein Wasser dabei und halt sein übliches Geraffel. Bevor wir die Tasche wieder einräumen, noch zu dem kleinen Zubehör. Und zwar, das ist diese Admin Pouch von Vanquest. Das ist im Prinzip so eine kleine Nylon-Tasche mit großer Klettfläche hinten und mit auch viel Organisationsfächern. Da habe ich jetzt eben so eine Karte, so eine Überlebenskarte mit Messer und Pommesgabel drin, zum Beispiel mit einem Metermaß dran. Das passt hier von der Breite her wunderbar rein. Hier würden auch Visitenkarten oder so reinpassen. Dann als Barträger braucht man natürlich einen Kamm. Hier habe ich noch einen kleinen USB-Stick drin, um Daten irgendwie zu sichern. Braucht man ja sowieso immer. Dann passt hier in das schmale einen Kugelschreiber rein. Und hier habe ich noch eine Taschenlampe jetzt als Beispiel drin. Wenn ich die so mitführen wollte, könnte ich die hier auch fixieren. Und hier oben befindet sich dann noch eine Reißverschlusstasche. Hier kann man dann eben einen Schreibblock reinmachen. Ich habe hier jetzt so einen Ride in the Rain Schreibblock drin. Und es ist halt ganz cool, wenn ich jetzt irgendwo auf der Arbeit bin und ich habe halt irgendwie, weiß ja nicht, wenn ich Kontrolleur bin oder ich bin jemand, der von seinem Platz mal weglaufen muss auf in andere Abteilungen und aber irgendwie Schreibzeug oder so mitnehmen muss, dann könnte ich diese Tasche halt, habe ich die in meinem Rucksack, ne? Und wenn ich dann sage, okay, ich muss jetzt irgendwo hin in eine andere Abteilung, nehme ich die einfach mit, habe alles dabei, habe mein Schreibzeug dabei, ich könnte ja sogar auch ein Telefon wahrscheinlich, würde da auch das Smartphone da reinpassen, könnte das hier alles organisiert mitnehmen, habe es bei einer Besprechung irgendwie auf dem Tisch liegen und habe alles dabei, was ich brauche, Schreibzeug und so weiter. Und wenn ich es nicht mehr brauche, mache ich es halt wieder in die Tasche rein. So, und ihr seht, also hier passt noch ordentlich was rein. Ich habe jetzt, mache ganz unten den Organizer rein und jetzt habe ich hier einfach eine Jogginghose. Ja. Und noch eine kurze Hose und ein T-Shirt. So als Beispiel, ne, wenn ich jetzt irgendwie so als Geschäftsreisender irgendwie irgendwo hin muss, in ein Hotel und ich brauche nur irgendwie Schlafklamotten, ja, dann packe ich die da rein. Habe sogar noch was zu trinken dabei. Gut, die Flasche dürfte ich jetzt nicht ins Flugzeug mitnehmen, aber rein theoretisch könnte ich sie ja leer mitnehmen. Und dann habe ich hier alles zusammen und habe ein richtig kompaktes Set, ein kleines Büro dabei. Ich habe den Laptop dabei, ich habe Schreibutensilien dabei, alles was ich brauche. Also für den urbanen Einsatz komplett gewappnet. Ich finde ihn richtig geil, ich finde ihn einfach auch richtig sexy, muss ich ehrlich sagen. Also dieses Black Camo gefällt mir einfach extrem. Ich war noch nie so der Camouflage-Typ, aber diese schwarze Version gefällt mir super. Ja, und als, ich sag mal, Ergänzung oder als Version, um das Ganze ein bisschen abzuspecken, gibt es halt eben auch diese Bauchtaschen. Viele benutzen die ja, wenn sie dann auf Reisen sind oder so und wenn man dann irgendwie touristische Ausflüge macht, wenn man sich irgendwie die Landschaft anschaut oder kleine Wanderungen macht oder in der Stadt ein bisschen shoppen geht, will man ja vielleicht nicht unbedingt einen großen Rucksack mitschleppen, aber trotzdem irgendwie seinen Schlüssel, seine Geldbörse, sein Telefon irgendwie nicht in den Hosentaschen tragen, sondern vielleicht auch umhängen. Und da sind solche, ja, Fanny Packs, Bauchtaschen, wie man sie immer nennen möchte, einfach super. Momentan habe ich tatsächlich nur noch dieses Teil im EDC im Einsatz. Den Rucksack nehme ich dann nur mit, wenn ich ein bisschen mehr brauche oder wenn ich einkaufen gehe oder ich weiß, ich brauche einfach mehr Ausrüstung oder ich muss eben den Laptop mitnehmen. Dann habe ich die Tasche. Und ja, mit dem großen Dendrite habe ich, also ist unglaublich, was in diese Tasche reinpasst. Ja? Ich zeige euch mal, was hier drin ist. Ja? Auf der Rückseite ist ein Reißverschluss. Habe ich mein Smartphone drin. Auch ausgekleidet wieder mit diesem Bright Orange, ja, mit diesem Nylon-Material, zumindest auf der einen Seite. Ich denke, man kann es sehen. Und der Reißverschluss ist hier auf der Rückseite. Das heißt, wenn ich die Tasche so an mir trage, kommt man da auch nicht so schnell ran wie an die Reißverschlüsse. Das heißt, Wertsachen oder so, Ausweis, Personalausweis, Pass, Reisepass, Telefon, würde ich immer da reinstecken. Der Reißverschluss ist auch so ein bisschen versteckt. Der ist mit so einer Leiste abgedeckt. Und ja, ist wunderbar, also passt ja wirklich auch große Telefone rein. Hier auf der Vorderfront ist auch ein aufgesetzter Reißverschluss. Ihr seht, auch wieder ausgekleidet mit dem Bright Orange. Hier habe ich jetzt nur Kleinkram drin, mein Mitarbeiterausweis. Ja, da passt aber weitaus mehr rein. Also da kann ich, meine flache Hand, ja, passt hier rein. Ihr seht es, also da kann man richtig was reinmachen.
Ich habe die Tasche schon mal auch dabei gehabt als Fototasche. Da habe ich die Kamera da drin gehabt. Dann habe ich hier dann halt die Akkus drin oder so. Also das ist perfekt. Das große Hauptfach lässt sich auch über so einen Doppelweg-Reißverschluss öffnen. Auch der Reißverschluss ist wieder gesichert über so diese Reißverschlüsse mit diesen Löchern. Das sind auch YKK, wo man ein Schloss anhängen kann. Die Zughilfen sind dran. Und dann kann man eben die Tasche öffnen und man kann sie sehr, sehr weit öffnen. Also ihr seht, hier ist richtig eine richtige Öffnung. Ja. Da habe ich jetzt meine Geldbörse drin. Dann habe ich meine In-Ear-Kopfhörer drin. Ist jetzt weniger drin, wie ich normalerweise drin habe. Haustürschlüssel, ein Labello, mein Arbeitsschlüssel, der hängt auch an so einem Schlüsselkettchen. Schon wieder eine Maske. Diese Masken, ey, ich sag's euch, die tauchen echt überall auf. Ich mach den Schlüssel mal weg. Das ist, dass ich euch besser reinfilmen kann gleich. Und dann habe ich meine Sonnenbrille. Die setze ich jetzt mal auf, weil die Sonne blendet mich die ganze Zeit schon. So, was haben wir hier hinten noch? Da war doch auch noch irgendwas. Ach, mein Stift, genau. So, jetzt ist die Tasche quasi von innen leer. Und es ist eine richtig große Öffnung. Also da passt richtig was rein. Wir haben hier auch wieder so ein Mesh-Material auf der Innenseite mit Reißverschluss. Und hier komischerweise ist jetzt die Seite ausgekleidet mit diesem weichen Filzstoff oder mit diesem weißen, sagt man, Klettstoff. Warum sie das da nicht gemacht haben, weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich mal den Alex fragen. Liebe Grüße. Ja, und hier, genau, also passt halt wunderbar Sonnenbrille rein. Ja, oder halt auch ein Smartphone, wenn ich jetzt hier das irgendwie auch kratzgeschützt haben möchte. Reißverschluss und eben mit diesem High Visible Mesh Material, abriebfest und so weiter. Auf der Seite, ich zeige es euch mal so, kann man es vielleicht besser sehen, habe ich einmal hier hinten, hier ist einfach ein loses Fach, auch ausgekleidet mit diesem weichen Material. Auch hier könnte ich was reinlegen, was nicht verkratzt werden darf. Dann habe ich hier zwei so Schlaufen, an dem einen befindet sich dann wieder dieser Schlüsselhalter. Und dann habe ich im Prinzip zwei große Taschen, ja, hier, die mit so einem Klett so ein bisschen zusammengerafft werden und dann eben zwei Unterteilungen im Klett selber. Da muss ich sagen, da ist es ein bisschen schwierig, was reinzustecken, was eben da jetzt nicht rumfliegt. Wenn ich jetzt meine In-Ears da reinmache, die halten da zwar, aber die rutschen da nach unten durch und sind dann nach ein bisschen Bewegung, sind die dann nicht mehr in dieser Schlaufe drin, sondern liegen dann einfach lose in der Tasche, weil einfach unten nichts dagegen stößt. Also da müsste man was reinmachen, was länger ist. Ich denke, das ist vielleicht für Magazine oder so einfach was Längeres und ein bisschen besser geeignet. Wie gesagt, meinen Schlüssel hänge ich hier immer ein und dann stecke ich den hier auf der einen Seite in so eine Schlaufe rein, damit der einfach nicht rumbamselt. Ja. Den anderen Schlüssel stecke ich auch in der Regel hier rein, in das Nylon-Material oder in das Flexible. Aber auch das rutscht meistens nach unten durch. Es ist da, aber es ist mehr eine lose Organisation wie jetzt in dem anderen Teil. Dann habe ich noch so einen großen Kugelschreiber. Der kommt hier hinten rein. Der liegt hier drin, eben weil ich überall einen Kugelschreiber dabei haben möchte. Den Labello mache ich da noch so ein bisschen mit ran. Dann hat es ein bisschen mehr Spannung. Ne? Hier, wenn ich die, dann hält es ein bisschen besser. Aber früher oder später durch Rumlegen, Aufsetzen und so rutscht es durch. Meine Geldbörse liegt einfach immer lose drin. Und dann kann ich es, wie gesagt, zumachen. Von den Features habe ich hier noch an beiden Seiten so Schlaufen. Hier unten, ich denke, man kann es sehen, da sind noch so kleine Schlaufen, da könnte ich was einhängen. Auf der Rückseite hat es auch noch mal zwei Schlaufen. So richtig weiß ich nicht, so, für was sie gedacht sind. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man da den eigenen Gürtel durchzieht, dass man die Gurte dann abmacht. Oder dass man an einem Bauchgurt von einem Rucksack zum Beispiel, dass sich hier vorne dann hinmacht. Oder es ist einfach nur ein Griff. Das Gurtmaterial ist schön breit. Ja? Man kann das sehr weit verstellen. Also wenn man das sich um den Bauch machen will, da kann man auch ein paar Kilo zu viel haben. Da passt man gut rein. Wie lang es jetzt genau ist, kann ich nicht sagen.
Dann haben wir hier oben eine massive Schnalle, um das Ganze zu öffnen. Ja, die ist auf der einen Seite also. Und dann hat man halt hier die ganzen Verstellmöglichkeiten, um eben den Gurt länger und kürzer zu machen. Und ich trage die Tasche eigentlich nicht um den Bauch. Ich trage die so als Seitentasche. Die einen finden es blöd, die anderen finden es am Bauch blöd, wie man es macht. Ich finde es so eigentlich ganz geschickt. Ich laufe manchmal dann auch so, kann man manchmal den Arm auch reinhängen. Ja, und man hat halt, wenn man steht, ich zeige es euch mal so, weil wenn ich, dann bin ich aus dem Bild, so halt einfach immer direkten Zugriff. Ich drehe die Tasche nach vorne. Wenn ich meinen Personalausweis, also meinen Mitarbeiterausweis brauche, kann ich den hier so zeigen. Wenn ich ans Handy will, mache ich halt hinten auf, je nachdem, wenn ich es da drin habe und kann es rausholen. Also ich habe immer Zugriff auf meine Sachen. Das ist schon ziemlich cool. Und ich habe das jetzt auch schon öfters auf Touren dabei gehabt, wenn wir im Wald waren, weil es lässt sich natürlich auch wunderbar kombinieren. Na, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin auf Reisen, ich habe meinen Laptop und so, habe ich alles da drin, meine Klamotten. So. Dann mache ich den zu. Und ich habe ja alles drin. Und wenn ich dann Zugriff auf irgendwas brauche, also gerade dann vielleicht Reisepass beim Reisen oder einen Schlüssel fürs Hotel oder sonst irgendwas, dann muss ich den Rucksack nicht absetzen, sondern ich habe dann halt einfach als zweite Tasche, wenn ich so viel Zeug dabei habe, ja. Aber so als Gear-Nerd hat man ja doch immer ein bisschen mehr dabei, wie man eigentlich bräuchte. Ich hoffe, das mit dem Mikro klappt hier noch. So, dann könnte man die sich auch noch umhängen, ne? Dann hat man eben Rucksack und hier vorne die Seitentasche. Und wenn man dann eben unterwegs ist, hat man eben halt beides dabei. Jetzt seht ihr, er hat ein relativ flaches Profil, also er steht nicht groß nach hinten ab, hat eine schöne Länge. Und er trägt sich wirklich super bequem, also es ist Wahnsinn. Und dann habe ich hier halt eben die Möglichkeit, meinen Schlüssel und alles rauszuholen und muss nicht den Rucksack absetzen, wenn ich nur schnell irgendwo rein will. Oder wenn ich beim Einkaufen bin und ich möchte was bezahlen. So, dann habe ich das alles hier vorne dabei. Und so, das ist so eine schöne Kombination oder halt eben auch beides einzeln tragbar. Jetzt habe ich ganz schön lange geredet und gelabert, euch einiges gezeigt. Aber ich finde, die zwei Taschen sind richtig, richtig gut. Man hat da einfach viel Verstaumöglichkeiten. Wie gesagt, als Gear-Nerd, wenn man einfach viel Krimskrams und Kleinkram dabei hat, kriegt man das alles gut organisiert, hat es bequem dabei. Und es sieht auch noch stylisch aus, das muss man dazu sagen, wenn man den Stil mag. Ich bin sehr zufrieden, es macht richtig Spaß. Wie gesagt, die Tasche gibt es auch in klein, es gibt die Taschen auch in anderen Farben und in so einem Grauton. Ist ein bisschen neutraler wie dieses Black Camo. Mir gefällt es aber sehr gut. Ja, dann sage ich Danke an Vanquest, die mir das hier zur Verfügung gestellt haben. Ich habe noch andere Sachen von Vanquest, die zeige ich euch in einem anderen Video. Ich wollte es jetzt nicht zu lang machen, es ist schon lang genug geworden mit den zwei Sachen hier, beziehungsweise sind ja drei, die Admin Pouch ist ja auch noch dabei. Wenn ihr Fragen habt zu den Produkten, wenn ihr genaueres wissen wollt, zu den Details, zu den Maßen, zu den Gewichten, zu den Materialien und so weiter, schaut einfach bei Vanquest auf der Homepage vorbei, da ist alles 100% genau erklärt. Das hier im Video aufzuzählen, würde dann auch viel, viel zu lange dauern. Genau, also wenn ihr da Interesse habt, schaut da einfach mal vorbei. Und dann sage ich Danke fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da, das hilft mir immer weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal auch abonnieren und auf die Glocke drücken, dann werdet ihr auch über die nächsten Videos informiert. Danke fürs Reinschauen, haltet die Ohren steif, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.